Genau. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Ja, ob das so klein ist, wissen wir noch nicht. Mein Gott, Genau. es heißt Feuersturm. Ja, und es ist doch sehr seltsam. Wir haben das mal letztens in der Nacht, ja, wirklich in der Nacht durchgespielt. Ja. Und Slowmi wurde dann irgendwann immer stiller und immer Ich war geschockt, Leute. Schaut euch das dann an, wie ich und Marlene da durchspielen und schreibt uns dann bitte eure Kommentare, was euch durchs Hirn ging. Genau, das möchten wir auf jeden Fall wissen. Und wir werden euch auch hier erstmal die Sturmzitate nicht vorenthalten, die wir euch jetzt abwechselnd vorlesen. Alles Große steht im Sturm. Platon, Politeia, sechstes Buch, 497 D. Eine nur schwache Flamme verlöscht der Sturm. Hat sie schon um sich gegriffen, facht er sie nur stärker an. Sophie Moreau Betrachtungen. Ich liebe den Sturm und ich fürchte die Stille. Christine von Schweden. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Hosea 8,7. Ich muss doch um etwas mehr Ernsthaftigkeit hier bitten. Oh, people of the earth, listen to the warning. The seer, he said, beware the storm that gathers here. Listen to the wise man. Queen, the prophet's song. Na, das kennt ihr vielleicht von Queen. Dich wundert nicht das Sturmes Wucht. Du hast ihn wachsen sehen. Die Bäume flüchten. Ihre Flucht schafft schreitende Alleen. Rainer Maria Der Rilke. von vielen so geschätzte Rilke, ja, fällt bei mir in die Kategorie Hermann Hesse, aber egal. Von allen Arten der Erzeugung von Liebe, von allen Wirkkräften zur Verbreitung dieser heiligen Raserei ist sicher eine der zuverlässigsten der Sturm einer großen Erregung, der uns manchmal erfasst. Pust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ein sehr nicht lesbares Buch. Kenne ich gar Da nicht. musst du auch nicht, es ist ja auch nicht so lesbar. Ah, du prophezeist und Zweifel, Höllenbrut, ob Tier, ob Teufel, ob dich der Versucher sandte, ob ein Sturm dich ließ hierher, trostlos, doch ganz ohne Bangen, ist dies öde Land gelangen, in dies Haus von Grauen umfangen. Sagt mir ehrlich, bitte dich sehr, gibt's in, was, in Gilead, glaube ich, heißt es. Gilead Balsam, Ja. sag's mir, bitte dich sehr, sprach der Habe, And the nimmermehr. Raven said, Oh, Nevermore, ein der schönes Schwarze. Gedicht. Man sieht nur, dass er wie vom Sturm getrieben geradenwegs im Wald von dannen fliegt. Ariost, der rasende Roland. Denn wütend war ein Sturm heraufgekommen, das Meer und Himmel hüllte tief in Nacht. Hatten wir das nicht eben schon? Arios, der rasende Roland. Nee. Das ist jetzt lauter rasender Roland. Beginne Sturm auf jene Stadt der Heiden. Die Plünderung und voller Feuer soll erleiden. Oh mein Gott, und es geht noch immer so weiter. Ich fürchte, wir haben jetzt schon Ja. über 3,5 Minuten damit gemacht. Und den Rest, den packen wir dann vielleicht noch ins Finale, wenn es mal irgendwann eins gibt in diesem Spiel. Ja. Ja, jetzt wisst ihr schon auf jeden Fall, was auf euch zukommt. Genau. Und wir starten mal. Es war ein Sonntag des Jahres 2007. Ein gewöhnlicher, aber dennoch völlig ungewöhnlicher Sonntage, wie es Sonntage so an sich haben. Ja, Moment, ich muss mir hier gerade meinen Lautstärkeregler einpegeln. So. An diesem Sonntag wendete sich das Geschehen auf dieser Welt blitzartig. Haha, jetzt kannst du mal. Meine Geschichte mag absurd klingen für jene, die nicht an übernatürliche Dinge glauben. Doch es ist wirklich geschehen. Und wenn ich heute zurückblicke, hat das Wort Normalität seine Bedeutung für mich völlig verloren. Lach nicht, das ist ernst. Tobias Schmidts Feuersturm, der persönliche Albtraum.
Aber nicht nur der persönliche, sondern auch unserer. Kapitel 1. Zurück in die Welt. Es kam aus dem Nichts das Feuer, das die schöne Stadt niederbrannte. Die Flammen schlugen nach den Menschen wie die Tentakel einer Riesenkrake. Es schien der Untergang zu sein, das grausame Armageddon, und die furchtbaren Flammen griffen auch nach mir. Doch sie verbrannten mich nicht. Nein, sie trugen mich fort. Du darfst. Keiner hatte das Unglück erahnt. Keiner wusste, wie ihm geschah. Das wütende Feuer riss alles mit und es war gewaltig. Ich selbst bekam nicht mehr viel davon zu sehen, denn kaum hatten mich die Flammen erwischt, sah ich nur noch dieses feurige Rot-Orange vor mir und bereitete mich bereits auf meinen Tod vor. Dann war ich bewusstlos. Verwittertes Zinn. Und nun kommt der verrückteste Teil meiner Geschichte. Ah, wenn ihr glaubt, das ist schon der verrückteste, dann habt ihr euch getäuscht. Ich fiel in ein Koma, das 6 Dekaden, 60 Jahre also, andauerte. Mehr hatte ich nicht mitbekommen von dem grausamen Feuersturm, der wie aus dem Nichts kam, um die Welt für alle Zeiten zu verändern. Und dann erwachte ich im Jahr 2067. Ja, ein Galgen. Was ist das? Ich sehe ein Bild der Verwüstung. Irgendwas ist schön bunt hier. Irgendetwas ist vorgefallen. Ich weiß es. Puh, was für ein seltsamer Traum. Es ist so dunkel. Wo bin ich? Nachts ist es kälter als draußen. Und warum umgibt mich dieser eindringliche Geruch von Tod und Verderben? Ich glaube, ich bin von einem riesigen Haufen Laub bedeckt. Weg damit! Hinfort! Ui! Ich habe in einem Erdloch geschlafen. Am Rande des Friedhofs? Oh mein Gott! Wo bin ich hier nur? Was ist passiert? Langsam erinnere ich mich. Die Flammen, sie haben alles zerstört. Ja, und nun endlich nach über 7 Minuten beginnt das Spiel. Wenn ihr euch jetzt schon wundert, dann könnt ihr euch im weiteren Verlauf noch mehr wundern. Besonders, wenn es dann ins 2. und 3. Kapitel dieses schönen Spiels geht. Ja, wir kennen es ja schon. Wir haben es ja schon mal gespielt. Mhm. Genau. Gut, hier ist ein Galgen. Der kommt immer wieder vor. Da können wir aber leider nichts angucken. Das ist dasselbe Handling wie bei Monkey Island übrigens, und auch sonst ist einiges von Monkey Island da drin. Wir werden euch darauf aufmerksam machen. Wir lesen erstmal die Grabsteine. Hier ruht Birgit Held, verstorben am Tag des Feuersturms. Wow. Und hier, den kannst du? Verstorben am Tag des Feuersturms und nun die absolute Klarheit zu erlangen. Wow. Der Name scheint abgebrochen zu sein. Genau. Ein beschädigtes Kreuz ohne Aufschrift. Ich kann es von hier aus nicht erkennen und möchte nicht näher heran. Noch ein beschädigtes Kreuz ohne Aufschrift. Konrad Lagerer, Sturm am Tag des Feuersturms. Ja. Den können wir nicht angucken, aber die Gruft. Die unheimliche Gruft hat wohl schon bessere Zeiten gesehen. Ja, so wie wir auch. Ja. Genau. Sonst können wir da nichts machen. Auch die Berge da drüben werfen kein positives Licht auf diese Gegend. Nein, das liegt aber sicherlich auch an den Grafikern, dass das so ist. Ja, genau. Möchte ich doch mal anmerken. Obwohl, sie haben sich ja schon Mühe gegeben, also das soll man jetzt nicht, ich könnte es auch nicht besser, ja, und so rumlässern möchte ich nicht. Also die Gruft ist schon sehr schön gezeichnet. Und wenn ihr denkt, hier liegt irgendein verstorbener Mensch herum, der glüht, das ist nicht so. Das ist ein Pfeil, der nach unten zeigt. Ja, das sieht aus wie so ein kleines Männchen, finde ich immer. Also, vielleicht soll es auch so sein. Ja, das mag ja sein. Also, ne? Ich meine, bei diesem Spiel ist alles möglich. Wir wissen nicht, was Tobias Schmidt dazu meint. Aber wenn das Let's Play fertig ist, dann gehe ich ihn auf jeden Fall mal fragen. Ja, so.
Als ich mich dem Dorf nähere, wird mir einiges bewusst. Ihm schon, uns nicht. Ja. Ich bin zu Hause, nicht weit von meinem Haus entfernt. Schöner Satz. Doch alles sieht ganz anders aus, als wären Jahrhunderte vergangen. Dieser Friedhof war doch früher nur eine große, blühende Wiese. Ja, sowas. Mein Blick fällt auf die Mauer neben mir. Und was ist da zu sehen? Ein Herzchen mit H&M 2067. H&M, was hat das zu bedeuten? Seit dem Feuersturm müssen 60 Jahre vergangen sein. Ja, stellt euch vor, ich muss die ganze Zeit über geschlafen haben. Ja, unterm Laubhaufen, auf dem Friedhof. Meine Güte. So, hier hängen Hosen und rosa Unterhöschen. Aber leider nicht Lagos BH, was wir richtig schade finden. Aber vielleicht können wir uns ja die Unterhöschen mopsen. Die vom Le Chac. Nein, wir stehlen keine Frauenunterwäsche. Stehlen wir denn die Jeans? Leider auch das nicht. Vielleicht sollten wir erst unseren eigenen Kleiderschrank ausräumen. Nun gut. Feld können wir noch angucken. Kannst du wieder lesen? Die letzte Ernte scheint schon vor ein paar Jahren gewesen zu sein. Ja, wenn da überall Feuer ist, das sieht ja auch arg angebrannt aus. Können wir hier irgendwelche Türen aufmachen? Nein, die ist abgeschlossen. Und da wir ein leeres Inventar haben, können wir sie natürlich auch nicht aufmachen. Und die ist auch abgeschlossen. Eigentlich ist das egal, denn man kann ohne Probleme in die Ruine hineinmarschieren. Ja, fragt sich nur wie? Ja. Ob der Sturm das verursacht hat, können wir denn da hingehen? Gehen können wir nicht? Nee. Wir können nur dem nach dem hier liegenden kleinen glühenden Männchen folgen und mal nach rechts gehen. Schockiert blicke ich auf das Haus mit der Nummer 21. Sieht so aus, als wäre ich zu Hause. Ja, bevor wir hier aber irgendwas tun, sollten wir uns unbedingt, das wissen wir, weil wir es wirklich ja nun schon mal gespielt haben, diese Plakette angucken. Da steht nämlich unser Name drauf. Sie haben mich tatsächlich für tot gehalten. Aber ich lebe doch, oder nicht? Okay. Und die anderen Plaketten, da kommt dann immer nur Folgendes. Kannst du? Sieht so aus, als wäre diese Mauer umfunktioniert worden zu einer Gedenkmauer. Genau. Offenbar sind das die ganzen Leute, die auf dem Friedhof da vorne begraben sind. Ja, man stelle sich das vor. Aber wirklich, alles Feuersturmopfer. Der Friedhof wurde allein für die Feuersturmopfer angelegt, ist ja nicht zu fassen. Das finden wir auch. Wir gucken uns noch diese Statue an. Es war wohl mal eine Statue. Ich kann mich noch schwach an das Original erinnern. Sehr schön. Sonst gibt's hier nichts, nur einen Müllhaufen vor unserem Haus, die Nummer 21. Das Einzige, was an der Außenwand noch makellos erhalten ist. Und dann gucken wir den Müllhaufen an und trauen unseren Augen nicht. Da ist man mal 60 Jahre nicht zu Hause gewesen und dann steht hier dieser Müllberg. Ja, wie kann das sein, fragen wir uns. Wie ist das möglich? Gebrauchte Autobestandteile, kaputte Möbel, Nahrungsmittel und Maden. Gitti, 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 gitti. Genau, noch vor unserer Haustür, ne? Genau, auch das noch. Aber das hält uns natürlich nicht von ab, mal da drin rumzuwühlen. Nee. Mit bloßen Händen bekomme ich diesen Berg nicht hier weg. Außerdem weigere ich mich, diesem vergammelten Müll anzufassen. Ja, mein lieber Tobias, es wird dir aber nichts anderes übrig bleiben. Siehste, dieser Golfschläger könnte uns mich von Nutzen sein. Und die alte Zeitung, die zum Teil von Silberfischen zerfressen ist. Wie appetitlich. Wir sind sehr gespannt, was da drin steht. Die ewige Kindheit oder die Stagnation allen Lebens. Ja, da kannst du mal lesen. Essen. Katrin ist 18 Jahre alt. Ihre Entwicklung aber ist noch auf dem Stand von 7 Jahren. Lange Zeit nach dem Feuersturm gehört sie wie alle ihre Leidensgenossen zu der Generation, die niemals. Oder wird der Alterungsprozess doch eines Tages wieder einsetzen? Das Phänomen des Nichtalterns betrifft Menschen jeder Altersgruppe, ob 30, 50 oder 90. Keiner hat sich nach den schlimmen und naturwissenschaftlichen, nicht nachvollziehbaren Sturm biologisch weiterentwickelt.
eine Qual für alte Menschen, ein Horror für die Jugend und ein Genuss für Leute in den Kreisern. Wird eines Tages wieder Normalität einkehren und das Chaos vertreiben? Wissenschaft steht vor einem ewigen Krieg. Ja, und nicht nur die, sondern wir auch. Denn wir fragen uns, wird es uns denn gelingen, in unser Haus reinzukommen? Müssen wir den Müllberg abtragen? Oder geht es anders? Doch all dies und noch viel mehr seltsame Dinge passieren in der nächsten Folge. Genau, bleibt dran. Bis dann.